Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Die Steine wollte ich gar nicht aufheben. Ich habe hier doch schon mal ein bisschen weitergebaut, ganz ehrlich, weil das einfach so langweilig ist für euch, die ganze Zeit nur zuzuschauen, wie ich Balken an Balken setze. Ich bin noch nicht fertig, wir machen ja auch noch ein bisschen zusammen weiter. Aber ich hatte jetzt wirklich eine komplette Folge lang nur Wände gesetzt. Und dann dachte ich mir so im Nachhinein, ach komm, die Folge lassen wir, ich nehme noch eine neue auf. Und dafür gibt's jetzt die hier. Ich würde gern den Eingang noch ein bisschen verschönern. Wir haben halt leider Gottes kaum noch Holz. Wir haben tatsächlich alles aufgebraucht von den ganzen Stapeln da drüben. Das ist halt echt ziemlich scheiße. So, zwei hier. Ist das zu breit? Nee, warte mal, das ist nicht zwei. Hier ist zwei. Dass wir vielleicht hier nochmal so ein bisschen den Eingang rausholen. Noch ein Balken. Noch ein Balken. Weiß gar nicht, wir könnten ja dann rein theoretisch sogar so einen Schrägbalken noch hier ransetzen. Jetzt mal gucken, wie das aussieht. So, und an das Ding dann wieder ein Querbalken. Es könnte sein, dass der... Ah, sieht nicht so mega cool aus, ne? So. Und hier zum Stützen dann... Den ganzen und einen halben wollte ich eigentlich noch drunter setzen, so. Und so. Dann müsste jetzt auch der wieder halten. Oder vielleicht so den Eingang draus machen. Wäre eine Überlegung wert. Bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Wir basteln es einfach mal dran und gucken mal, wie es aussieht. Und so. Dann erstmal. Ach, jetzt war der Hammer schon wieder kaputt. Wir reparieren den mal schnell. Wie viel haben wir denn noch? Na gut, wir haben noch so 70 Holz ungefähr. Könnte schon noch klappen. Und ich bin mal nicht ins Feuer gerannt. Ich bin sehr stolz auf mich. Vielleicht müsste man hier noch einen Querbalken ransetzen, dass das ein bisschen besser aussieht. Naja, ändert nicht viel. Aber die Statik wird es mir danken. So, dann hier wieder Wände ran. Wand. Wand und... Achso, nee, dann kann der Balken, glaube ich, weg, weil die Schrägwand ja den Balken drin hat, ne? Dann wahrscheinlich eher so. Den Balken wieder weg. Dann haben wir hier die Ecke stehen. Ich weiß es noch nicht so genau. Oder man hätte es halt so gemacht. Den Balken weg, den weg, den weg. Die Querbalken dafür dann da oben ran. Bleibt aber auch wieder so eine Lücke. Wir könnten zwar diese Einrastfunktion deaktivieren, aber vielleicht gefällt es mir so doch besser. Ist halt ein bisschen höher jetzt. Aber ich glaube fast, es ist hübscher so. Dann könnten wir hier die Wände setzen. Andersrum. Zack, zack. Das lassen wir entweder offen. Oder wir machen da noch so eine halbe Zwischenwand drunter. Muss ich mir mal noch überlegen. Und so. Ja, offen sieht es, glaube ich, ziemlich doof aus. Aber ich finde den Eingang so ein bisschen hübscher als nur hier. So komplett gerade. Ich werde auch hier oben noch was drumrum bauen. Vielleicht einen kleinen Balkon oben drüber. Es sieht halt momentan noch sehr, sehr eckig aus. Ich meine, klar, Dach kommt noch drauf. Also das gefällt mir hier auf jeden Fall noch nicht. Sei denn, vielleicht wir bauen uns hier so eine Dinger drauf. Die
Sieht das jetzt hübscher aus? Ah, ein bisschen, ne? Vielleicht mache ich es aber auch noch zu. Mal schauen. Dann können wir ja prinzipiell hier erstmal die Mitte wegnehmen. Ich hoffe, dass das mit der Statik jetzt trotzdem alles noch hinhaut. Nicht, dass wir uns jetzt hier irgendwas ganz dolle zerhauen. Und hier auf einmal die ganze Scheune einkracht. Das wäre äußerst schlecht. So, dass wir hier einen schönen großen Eingang haben. Prinzipiell soweit erstmal okay. Können auch überlegen mit dem Birkenholz. Ich weiß nicht, ob wir da andere Böden machen können. Wenn hier so immer ein bisschen abwechselnd das Holz macht, dass der Boden etwas ansprechender aussieht. So, da müssen wir mal überlegen, was wir jetzt hier noch machen. Und zwar ja am besten Dach, nicht das Dach. Das sieht doof aus. Ich wollte bloß mal was ausprobieren. Muss man ja auch mal machen. 1, 2. Ist das dann schon mittig? Nee. Ah, nicht runterrutschen. Verdammt. Und dann könnte das auch mit den Fenstern unten vielleicht cooler aussehen, wenn das Strohdach so ein bisschen drüber geht. So. Und so. Und in die Mitte kommt dann wieder das Verbinderstück. Wäre ja dann das hier. Welches hat man jetzt? Das hat man, ne? Jo. Dann ist die Frage, wie wir das mit dem Knick hier vielleicht am besten lösen. Lasst mich mal kurz gucken. Wie man das Ding hier am besten verbauen könnte. Aber das kriegen wir nicht hin. Ansonsten bloß noch das Strohdach. Was haben wir denn hier? Hölzerne Drachenverzierung. Cool. Noch gar nicht gesehen, dass wir das haben. Das ist halt eher so für Ecken gedacht. Kriegen wir hier irgendwie nicht cool unter. Nee, definitiv nicht. Sieht alles doof aus. Wir nehmen mal die Leitern wieder weg, bauen das Holzdach mal noch zu Ende. Oder Strohdach. Ja, dann fände ich das gar nicht so schlimm, wenn das hier weiterhin offen ist. Der Balken guckt jetzt halt leider da oben ein bisschen durch. Noch weiter runter würde ich es wahrscheinlich nicht ziehen. Aber wir kriegen das jetzt halt nicht weiter nach unten, ne? Wie machen wir das am besten? Wir den Rest hier noch cool zukriegen. Das ist noch die Frage, die sich mir stellt. Eigentlich jetzt eins tiefer anfangen und oben zumachen, ne? Weiß nicht, ob ich richtig bin. Warum wird jetzt schon wieder so schlechtes Wetter? Können ja mal hier gucken. Also eigentlich dann... Na, aber das wird ja auch nichts. Oder wir deaktivieren halt diese Einrastfunktion. Hat nicht... Auf welcher Taste war das? Umschalt ist Gebäude überlappen, umschalten. Umschalt links. Aber das sieht auch doof aus. Ich hatte jetzt überlegt, halt dann erst hier unten anzufangen. Aus doch ran, so. Naja, aber wie schließen wir das ab, ne? Müssten wir jetzt wieder geraden Boden hier ran basteln. Aber das sieht ja erst recht doof aus. Oder wir fangen eins später anfangen. Nee, es ist nicht, es funktioniert nicht. Naja, so.
Sieht irgendwie kacke aus, ne? Entweder bauen wir das jetzt oben noch weiter. Moment. Shit. Sollen wir das jetzt hier doch noch zu Ende ziehen? Und das dann einfach halt nicht so schräg ist. Huch. Wie das Ding, was ich gerade gebaut habe. Hier haut doch schon wieder was nicht hin. Wir machen es dann halt so, ne? Ich glaube, das ist besser. Ich wollte es halt gerne wie so eine Stufe versetzt haben, aber das fällt mir gerade nicht unbedingt ein, wie wir das am besten hinkriegen würden. So, und den Spaß jetzt einfach zu. Ach, dieses Wetter, ey. Man sieht fast nichts. Das ist ja schlimm. Weiß nicht, kriegen wir denn so einen Balken noch hier unten dran gebastelt? Soll das vielleicht doch so abschließend machen? Hoch. Mit so einem Balken, der dann noch hier rüber geht. Würde doch vielleicht gar nicht so verkehrt aussehen. Den ganzen Spaß hier nochmal. Und wir haben kein Holz mehr, verdammt. Das heißt, wir müssen tatsächlich erstmal wieder Holz suchen gehen. Jetzt habe ich leider auch den Uralten nicht dabei. Ne, wir machen es anders. Wir gehen nochmal schnell in die alte Basis zurück. Hier haben wir ja auch noch Holz. Hier liegt auch noch ein bisschen was. Vielleicht reicht es ja zumindest, um das Balkending zu Ende zu kriegen. Ja, ich sehe nichts. Und so, ja, ich glaube, das gefällt mir schon mal besser. Dann könnten wir ja noch überlegen, aber wir haben jetzt nicht genug Holz, hier nochmal runterzuziehen. Dann machen wir den Spaß noch zu und dann haben wir zumindest einen Eingang. Und dann kommt das andere größere Dach noch drauf. Ich glaube, das gefällt mir so besser. Naja, lasst uns mal schnell zur alten Basis zurück. Ich muss das Portal mal unbedingt noch umbauen. Ist irgendwie sehr uncool, jedes Mal reinspringen zu müssen. Ach Mist, wir haben die falsche Kennung drin. Entschuldigung, nochmal zurück. Da müssen wir unbedingt das Erz noch holen, das darf ich nicht vergessen. Auch in unserem Karren habe ich wiedergefunden. Vorletzte, also vor der letzten Folge, wo ich zwischendurch mal aufgenommen habe. Der stand tatsächlich relativ nahe unserer Basis. Gar nicht weit weg. Keine Ahnung, wann ich den dort habe stehen lassen. Hey, ich hab die aber doch umgenannt. Ach, Leute. Na super, jetzt muss ich die auch Basis nennen. Jetzt haben wir drei Dinger, die Basis sind. Bin ja mal gespannt, ob das funktioniert. Das ist jetzt nämlich nicht verbunden. Wenn ich das aber wieder Kupfer nenne, wird sich's auch wieder nicht verbinden, richtig? Ach, ich hätte wahrscheinlich eine Sekunde länger warten müssen. Super, jetzt hat er uns hier hingebracht. Das passt eigentlich gerade so gar nicht in die Folge hier rein. Naja gut, dann können wir jetzt halt die Erze mitnehmen. Und müssen einmal zur alten Basis laufen. Es tut mir leid. Aber ich hätte wahrscheinlich doch nochmal 3-4 Sekündchen länger warten sollen, bis der sich neu verbindet. Jetzt haben wir es umbenannt, sind reingesprungen, er hat die alte Verbindung genommen. Und jetzt können wir gar keine Verbindung mehr aufbauen. Komm, wir nehmen Eiktür, dann geht's ein bisschen schneller. Lasst mich mal gucken, das ist der richtige Weg. Und dann rennen wir halt hier einmal schnell durch. So weit ist es zum Glück nicht. Guck mal, hier ist noch ein Dungeon. Den hatte ich noch gefunden beim Erzabbauen. Und da weiter hinten ist noch einer, der sah auch relativ cool aus von außen. So richtig in den Berg eingelassen. Gucken wir uns dann auch nochmal an, aber aktuell steht so viel auf dem Plan.
die Werft fertig kriegen, Sumpfland, Fermentierer, Eisen finden im Sumpfland. Ich weiß gar nicht, wann wir noch Dungeons besuchen sollen. Naja, dann sind jetzt wenigstens gleich mal die Erze in unserer Basis. Das hätte ich wahrscheinlich ihnen wieder Ewigkeiten vor mich hergeschoben. Vor mir hergeschoben, nicht vor mich. Entschuldigung. Mein Deutsch ist nicht gut. Naja, gleich geschafft. Aber es ist trotzdem echt oft schlechtes Wetter. Das finde ich nicht so cool. Man hat ja wirklich mehr Regen, Gewitter, Sturm als Sonnenschein. Und vor allem haut das halt auch immer gleich rein, dass man überhaupt nichts mehr sieht. Wenn man dann noch nass ist, hat man weniger Ausdauer. Das Feuer geht nicht richtig an. Man kann nicht schlafen, es ist wirklich mit dem Wetter ein ganz schöner Krampf. So, auf welcher Seite sind wir denn rausgekommen? Hier hinten. Die Bienen sind alle glücklich. Wir können mal noch schnell den Honig rausnehmen, aber hier sind wieder zwei. Ich hatte ja umgebaut, aber die beiden haben immer noch, brauchen mehr Fläche. Obwohl die nicht näher dran sind als die anderen. Entweder liegt es hier unten dran, weil wir genau hier haben wir ja die Erhöhung für das Feuer drin. Oder ich weiß es nicht. So, dann lasst uns hier gleich mal das ganze Erz reinballern. Kohle ist genug drin, dann kann das schon mal weitermachen damit. Und wir schnappen uns jetzt hier noch, obwohl wir packen erstmal das restliche Erz weg. Und alles andere auch noch. Hier haben wir Erz. Wir haben noch Fleisch. Wir haben Honig. Wir haben mittlerweile echt viel Honig. Wir haben... Haben wir Fell? Nee, das war Leder. Dann müssen wir hier nochmal die Augen reinpacken. Mist, die passen nicht mehr rein. Harz haben wir auch noch. Werkzeug war auch voll. Dann hauen wir das jetzt bei Waffen noch rein. Und zwar einmal die Fackel, die brauchen wir nicht. Das und das. Hauptsache, wir sind erstmal leer. Dass wir hier zwei Stapel Holz mitkriegen. Dass wir nochmal schnell zur alten, zur neuen Basis zurück können. So, wie viel haben wir jetzt? 257 Kilo. So ein Ding wiegt 100 Kilo. Nee, dann wird man bloß noch einen halben mitkriegen. Das lassen wir erstmal. So, auf was stehst du jetzt? Du stehst auf Basis. Okay. Dann müsste es ja klappen, dass wir an der Werft wieder rauskommen. Hat funktioniert. Ich muss das Ding wirklich umbauen. So, lass doch ganz schnell den Hammer reparieren. Sonst ärgere ich mich in 2 Sekunden gleich, dass ich es nicht vorher gemacht habe. Und dann machen wir hier mal noch den Spaß zu. Dann brauchen wir wieder so ein Ding hier. So. So. So und so. Obwohl das irgendwie rechts höher ist als links, ne? Ich glaube, das war verkehrt. So sieht's besser aus. Und so. Und dann hier wieder das Kreuz in die Mitte. Und mittlerweile ist es so dunkel, dass wir eigentlich gar nichts mehr sehen, außer wenn es blitzt. Jetzt haben wir halt da oben das kleine Stück noch offen, aber ich finde es jetzt gar nicht so verkehrt. Aber wir müssen, ja, wir können nicht schlafen, weil es regnet, ne? Das Lagerfeuer hier. Ah, jetzt ist es an. Sehr gut. Schnell, leg dich hin. Na und?
Darf ich nass nicht ins Bett? Trockne dich. Trockne dich schneller. Danke. Jetzt dürfen wir. Dürfen uns nass nicht ins Bett legen. Was ist denn da los? So, dann machen wir das noch schnell zu Ende. Und zwar hatte ich mir jetzt eigentlich gedacht, wir hier noch so Balken runterbasteln. Ja, das kann man machen. Vielleicht noch einen Querbalken rein. Sieht das schöner aus? Bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich finde, so ein Stützbalken gehört irgendwie her. Ansonsten sieht das unnatürlich aus. Aber so hätte man zumindest hier noch so eine kleine Fläche, wo man vielleicht eine Werkbank reinbasteln können. Ob es der Balken jetzt hier schöner macht oder nicht. Wohl zwei vielleicht. Ja, gefällt mir besser. Jetzt eventuell doch noch einen kleinen Überhang. Dann nehmen wir uns wieder die Fläche hier weg. Vor allem ist der Balken dann wieder im Weg. Ich glaube, ich lasse das erstmal mit dem Überhang. Aber so finde ich den Eingang schon um einiges schöner. Ist ganz schön groß geworden. Hatte ich gar nicht so geplant. Aber dann kommen wir zumindest hier rein und es sieht schon mal ein bisschen nach was aus. Wir könnten überlegen, ob wir uns hier oben noch ein paar Balken reinzimmern. Dass es hier noch ein bisschen nach was aussieht. Sieht doch hübscher aus, wenn man reinkommt, ne? Gefällt mir auf jeden Fall besser. Und dann haben wir hier einen geilen Eingang und können uns hier dann in der nächsten Folge den Fermentierer reinbasteln. Naja, da haben wir doch was geschafft. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's dann weiter. Bis dahin, macht's gut.